Wir waren im April tauchen vor Borkum, zusammen mit den Forschungstauchern von Submaris, in Gebieten, in denen ein neues Gasprojekt geplant ist. Wir haben dort Riffe gefunden, schützenswerte Steinriffe, und das Ganze jetzt in einem Gutachten veröffentlicht. Wir waren insgesamt an 4 Standorten tauchen und alle können als schützenswertes Steinriff einklassifiziert werden, sagen unsere Ergebnisse. Wir haben insgesamt fast 80 Arten gefunden. Jede 5. Art davon steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Unter anderem der stark gefährdete europäische Hummer und die gefährdete tote Mannshand. Diese Gebiete können sich nur so entwickeln, wenn sie ungestört von uns Menschen und unseren schädlichen Einflüssen sind. Deshalb müssen wir verhindern, dass in unmittelbarer Nähe das neue Gasprojekt Realität wird. Die 4 Standorte, die wir untersucht haben, liegen teils direkt auf der geplanten Kabeltrasse und in unmittelbarer Umgebung zu der geplanten Bohrstelle. Erst vor wenigen Wochen haben wir die Veröffentlichung eines Gutachtens erzwungen, das ein besonders schützenswertes Steinriff in der Nähe des geplanten Bohrprojekts entdeckt hat. Jetzt haben wir noch zusätzliche Steinriffe gefunden, die ebenfalls geschützt werden müssen und noch näher an der geplanten Bohrstelle und der geplanten Kabeltrasse. Diese müssen unbedingt in das laufende Planfeststellungsverfahren einfließen, denn bereits das andere Gutachten hat den Genehmigungsprozess verzögert. Die weiteren Ergebnisse von uns müssen dazu beitragen, dass das Projekt komplett gestoppt wird. Denn diese Gebiete müssen geschützt werden, vor dem Gasprojekt und unseren menschlichen Einfluss. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der Druck wirkt. Deshalb setzen wir uns jetzt noch weiter dafür ein, damit das Projekt auch komplett gestoppt wird. Ihr könnt uns dabei unterstützen. Kommt am 18.06. mit uns nach Borkum, um dort ein Menschenbild zu formen. Ihr könnt auch unsere Petition unterschreiben und einen Protestbrief an den niedersächsischen Landtagsabgeordneten schicken.